Mein Blagschnaggelmonster verschlingt eine Mutanten-Sumpffliege. Tja, damit hast du wohl nicht gerechnet. Hey, was machst du? Schach und Matt. Was? Das ist geschummelt. Ganz im Gegenteil. Die Regeln besagen eindeutig, dass das Blagschnaggelmonster eine Allergie gegen Sumpffliegen hat, die 2 Runden anhält. Eine Wiederholung. Ihr Glück ist bemerkenswert, Sir. Aber können Sie denn auch mit Anstand verlieren? Gute Frage, Maximilian. Ich verliere nie. Es gibt immer ein erstes Mal. Agent Klink! So viel zum berühmten Geheimagenten. Harry, fahr den Wagen vor. Und pass diesmal auf den Schleudersitz auf. Bleiben Sie dran, Geheimagent Clank geht gleich weiter. Das war super. Ja, toll. Schalter mal um. Aber er hat gesagt, dranbleiben. Setzen die Live-Schaltung nach Weldin fort. Vor wenigen Stunden wurde der Planet vollkommen überraschend von schrecklichen Aliens überfallen, den Tyrannoiden. Von offizieller Seite wird vermutet, dass der böse Robo-Superschurke Dr. Nefarius den Plan des Tyrannoiden-Angriffs ausgeheckt hat. Wie Sie sehen, wehren sich die galaktischen Schutztruppen wirklich tapfer. Sie sind aber diesem Tentakelmonster nicht gewachsen. Es scheint, dass dieser abgelegene Planet in wenigen Stunden völlig zerstört sein wird. Darla Gretsch, Kanal 64 News. Wir fliegen heim. Aber Weldin ist in der Solana-Galaxie. Oh nein, nicht der gravimetrische Warp-Antrieb. Der ungetestete gravimetrische Warp-Antrieb? Der, den du aus Blagmetallschrott gebaut hast? Kommst du? Wir sind verloren. Juhu! Wie war das? Ich hab mich geirrt. Hoffentlich sind wir nicht zu spät. Sei gegrüßt, Kunde Nummer 91.802. Das sind doch die galaktischen Schutztruppen. Hey, da ist ein neuer Sergeant. Was? Hier, Sarge, nehmen Sie mein Gewehr. Es sind so viele, wir werden alle sterben. Drücke die Kreistaste, um deinen Schockblaster abzufeuern.
Sie zu sehen, Sarge. Das feindliche Fahrzeug beschießt uns. Jemand muss es ausschalten. Ich rat mal, der jemand bin ich. Ein Freiwilliger. Hier, Sarge, für Sie, gegen Feuerschutz. Von hier aus. Versuche, den Nitrowerfer gegen das Fahrzeug einzusetzen. Um eine Waffe auszuwählen, musst du die Dreiecktaste drücken. Halte die L1-Taste gedrückt, um mit die Lage. Die Tyros haben sich auf einen Stützpunkt im F-Sektor zurückgezogen. Wir sollen sie dort erledigen. Im F-Sektor. Niemals. Das ist Selbstmord. Wir landen alle auf dem Schrottplatz. Kommt sofort zurück, Soldat. Wir müssen den Planeten retten. Sir, jawohl, Sir. Ganz cool bleiben, Leute. Die Tyrannos könnten hier überall stecken. Sie kommen aus dem Geröll. Da sind die Landeschiffe der Tyrannos.
Die Türen sind jetzt offen. Du kannst die Kamerasteuerung im Optionsmenü umkehren. Links oder rechts auszuweichen, musst du die L2 tasten. Wenn ich denn sie das Gefährt sah. Tyrannoiden. Vorsicht, die Türen sind jetzt offen. Nach links oder rechts auf 2-Taste oder während des Rennens gedrückt halten. Sir, der Präsident ist in der Leitung. Bitte an der Front, Soldat. Ist Dalek? Guten Tag, Sir. Wir helfen hier auch. Große Ehre. Und dein Chauffeur hast du auch dabei. Nein, Sir. Agent Klink, wir müssen Dr. Nefarious aufhalten. Nur ein Mann hat hier überlebt. Soeben erhielt ich einen Geheimbericht über seinen Aufenthalt. Seht selbst. Die heutige Natur behandelt das Florana-Baumonster. Des Jambo-Waldes von Florana, dein mysteriöses Wesen. Nicht. Es ist der Natur. Er ist dir gerannt. Er war splitternackt. Schrie Banane dabei. Oder vielleicht war eins der Rätsel der Natur. Legenden behaupten, das mysteriöse Wesen sei einer der größten Superhelden, die es je gab. Scham über seinen Niedergang machte ihn zu einem Rätsel der Natur. Schalten Sie ab, um alles zu erfahren. Ihr müsst diesen Mann finden. Galaxie hängt vielleicht von ihm ab. Sind Sie sicher, dass Sie diesen Typen meinen, Mr. President? Ja, er wirkt ein bisschen durchgeknallt, oder? Mag sein. Chance. Ich weiß, dass ihr mich nicht enttäuscht. Zählen Sie auf uns, Sir.
Um deine Peitsche zu werfen, musst du die R1-Taste gedrückt halten und die Kreistaste drücken. Die Tastenbelegung auf deinem Controller kann vielfältig gestaltet werden. So kannst du zum Beispiel den Feuerbefehl auf die R1-Taste legen. Um eine andere Tastenbelegung einzustellen, drücke die Start-Taste. Gehe ins Optionsmenü und wähle Steuerung. Jackpot-Kiste vervielfacht für kurze Zeit alle gewonnenen Bowls und Erfahrungspunkte. Deine Waffe wurde hochgestuft. Waffen werden bei regelmäßiger Nutzung automatisch hochgestuft. Halte die Kreistaste gedrückt, um den Schockblaster. Um einen Hochsprung auszuführen, musst du die R1-Taste gedrückt halten und die X-Taste drücken. Um einen Weitsprung auszuführen, musst du rennen und die R1-Taste und die X-Taste gleichzeitig drücken. Eine Leiter steigst du hinauf, indem du auf sie springst und die X-Taste drückst.
Nano-Modus. Deine Rüstung und deine Schlüsselangriffe werden für begrenzte Zeit verstärkt. Um eine Waffe auszuwählen, musst du die Dreiecktaste gedrückt halten und mit dem linken Analogstick ein Symbol auswählen. Zwischen Wänden hochzuspringen, springe und drücke dann neben einer Wand die X-Taste in der Luft. Um eine Seilbahn zu benutzen, musst du dich unter sie stellen und springen. Yeah.
Ratchet, wir haben Gesellschaft. Wo? Hinter dir. Wo? Hinter dir. Sehr witzig. Du amüsierst dich bestens. Ihr beschreitet darum den Todespfad. Aber, Sir. Todespfad. Die Kamera zu zentrieren, musst du die L1-Taste kurz antippen. Nicht sein! Na gut, auf Ihrem Todespfad waren wir. Jetzt sagen Sie uns, was Sie über Dr. Nefarius wissen. Huch? Dr. Nefarius! Es heißt, nur Sie hätten ihn einmal besiegt. Huh? Mann, der ist noch blöder als... Captain Quark? Ja, Captain Quark. Jetzt reicht's, Quark. Das hätte ich schon viel früher tun sollen. Quark ist also völlig ausgeflippt. Und was jetzt? Halt nur die Maske an. Er hält dich für seinen Anführer. Cool. Da ist ein Funkspruch. Hier spricht Captain Sascha vom Raumschiff Phoenix. Der Präsident bat mich, euch zu helfen. Hi.
Ihr habt Captain Quark also gefunden? Ja, gefunden schon, aber er hält sich für einen Affen. Natürlich. Bringt ihn auf die Phönix. Wir werden uns um ihn kümmern. Sascha, Ende. Guck dir das an, Clank. Das Schiff ist der Hammer. Willkommen an Bord der Phönix, Gentlemen. Wow. Beeindruckend, nicht wahr? Die Phönix ist das Schmuckstück der galaktischen Flotte. Sie ist mit der neuesten Technik ausgestattet. Holodeck-Übungsraum, Rüstungs- und Waffenautomaten, virtueller Schießstand, eine Raumjäger-Tuning-Station und sogar eine Gadgetron VG-9000-Spielkonsole. Eine VG-9000? Na klar. Mit Marvox Fireball Pro Controller, Cyberspace Helm und einer Null-Graf-Tanzmatte. Willst du mich heiraten? Ihr seid wohl noch recht erschöpft von der Reise. Möchtet ihr kurz auf eure Zimmer gehen? Wir haben Quark in ein Spezialquartier verlegt. Er wird euch nicht belästigen. Ihr findet mich auf der Brücke. Bis später. Zur Ansicht der Weltkarte drücke die Select. Unser Bord-Gadgetron-Rüstungsautomat. Wir werden dich benachrichtigen, wenn du neue Panzerungen kaufen kannst. Dies ist dein Quartier. Ich habe dir eine VG 9000 bereitgestellt, damit du Videospiele spielen kannst. Ihn bloß so ruiniert. Tja, das Leben als galaktischer Superheld kann echt stressig sein. Ja, wie auch immer. Dieser kranke Sack soll also unsere einzige Hoffnung gegen die Farius sein? Na, toll. Dies ist das VG 9000 Spielsystem. Wenn du ein Videospiel hast, kannst du es damit spielen. Toll! Wir treffen uns auf der Brücke. Drücke die Dreieck-Taste, um diese Nachrichten zu... Wir verlieren das Signal! Wir brauchen mehr Saft! Ist das nicht der Präsident? Sie kamen aus dem Nichts! Eine Tyrannoiden-Invasion! In den Amtssitz des Präsidenten eingedrungen! Halten hier nicht mehr lange stand! Mr. President! Dad! Bist du noch da? Dad? Roboterbürger, Dad!
Die Stunde der Freiheit ist nahe! Zu lange haben wir Roboter unter verlogenen, unfassbar dummen, eklig weichen und übel riechenden organischen Lebensformen gelitten. Bald genießen alle Roboter Freiheit und Gleichheit unter meiner wohlwollenden, eisenharten Herrschaft. Und was euch organischen Abschaum betrifft, freut euch darauf, zerstrahlt zu werden! Das wär's erstmal. Kurs auf Makadia nehmen. Höchstgeschwindigkeit. Transporter für Invasion vorbereiten. Wir greifen an. Wir sehen uns auf Makadia. Um deine aktuellen Im Gadgetron-Rüstungsautomaten ist neue Panzerung erhältlich. Gut, Sie zu sehen, Sir. Der Amtssitz des Präsidenten ist am anderen Ende der Stadt. Passen Sie gut auf. Die Tyrannoiden sind überall unterwegs. Die Dreieck-Taste doppelt an, um durch die letzten drei ausgerüsteten Waffen zu schalten. We'll be right back.
Guter Schuss, Sir. Eine zweite Tyrannoiden-Truppe ist gelandet. Sie greifen das Anwesen von der anderen Seite an. Wir könnten Hilfe gebrauchen. Die kriegt ihr! Folgen Sie mir zum Transporter. Genau richtig, Sarge. Wir müssen den Präsidentenpalast verteidigen. Die Tyrannos werfen Verstärkung ab. Gesichert. Gut gemacht, Mädels. Los geht's. Geben Sie den Schutztruppen Deckung. Wenn wir sie alle verlieren, ist es aus. Da kommt was. Sie sind überall.
Sarge. Sie haben uns gerettet. Wir müssen die gegnerischen Transporter ausschalten. Die Untertasse sind nicht so wichtig. Feuer frei. Transporter ausschalten. Die Untertasse sind nicht so wichtig. Feuer frei. Wieder benutzen können. Haltet uns den Rücken frei, dann haben wir die Kiste schnell repariert. Thank you.
entsprechenden Mitteln. Die Tyrannos haben einen Großangriff gestartet. Unsere Flugabwehr wird dringend benötigt. Deine Feinde erscheinen rot auf dem Radar. Alle Verbündeten blau. Missionsziele erscheinen in grün. Die Türme können nur Flugobjekte abschießen. Um die Bodentruppen müssen sie sich selbst kümmern. Allem an, was sie haben. Agent Clank! In Wirklichkeit bist du noch beeindruckender als in Holovision. Und einen so kämpferischen Chauffeur wie dich gibt's nicht nochmal, Bursche. Man kriegt also doch noch gute Angestellte, was, Clank? Sascha hat mir viel von euch erzählt. Mach dir keine Hoffnungen, Kleiner. Sie ist in anderen Liga. Sascha hat mir auch von der Quark-Sache erzählt. Der Mann hält sich für einen Affen? Er hat das Gedächtnis verloren, Sir. Tja, dann müsst ihr es wiederfinden. Wir brauchen unseren Helden zurück. Pronto. Ist das klar? Ja, Sir. Meine Tochter sagt, du hättest geschickte Finger, Ratchet. Sir, ich schwöre, ich habe nicht... Der Laserschild der Stadt wurde beim Angriff zerstört. Ohne ihn sind wir schutzlos. Ich habe jemanden hingeschickt, doch er ist verschwunden. Ihr müsst diesen Schild wieder zum Laufen bringen. Jawohl, Sir. Machen wir. Laserstrahlen umleiten. Er muss einfach nur ausgerüstet und in einen Laserstrahl gehalten werden. Drück!
Irgendwo in dem Raum muss ein Spinnensymbol sein. Benutze den Strahl, um die Spinnendrohne über das Symbol zu führen und knall sie dann mit dem Laser ab. We'll be right back.
Okay, sieh an, Al. Läuft das Schild wieder? Ruhe! Ich konzentriere mich. Was? Das ist ein Quark-Videospiel. Also, bitte. Es ist ein historisch exakter, interaktiver, grafischer Roman. Wie kannst du über das Stadtschutzsystem ein Videospiel spielen? Ganz einfach. Ich habe den Sicherheitsserver mit einem 626-Hex-Matrix-Adapter umgangen, den Grafik-Subprozessor umprogrammiert und... Nein, nein, ich meine... Clank, du sprichst doch die Trottelsprache. Du hast wohl eine Feedback-Schleife in den Induktionsspulen deines DB3-Signalprozessors. Unmöglich! Ich habe die Prüfsumme der Signalmatrix rekursiv gecheckt. Hey, hier ist echt eine Feedback-Schleife. Können wir das Videospiel ausleihen? Aber Vorsicht! Es ist eine Erstausgabe. Vielleicht bringt das Quarks Gedächtnis zurück. Schild hat wieder volle Leistung. Hier kannst du was lernen, Clank. So macht das ein echter Held. Dies sind die Abenteuer von Captain Quark, dem größten Superhelden aller Zeiten. Hey, ist das hier an?
von unserem Forscherteam, Zeugenberichten, wilden Gerüchten und einem wunderschönen Bleigießset sorgfältig rekonstruiert. In den frühen Tagen der solarianischen Wende wurde die Solana-Galaxie von einem Piraten namens Captain Blackstar terrorisiert. Ahoi! Hat noch jemand Lust auf Fischstäbchen? Obwohl in der Blüte seiner Jugend war Captain Quark bereits eine lebende Legende. Ich musste mich echt vom Leib halten. Aber keines seiner früheren Abenteuer hatte Quark vorbereitet auf seine Begegnung mit Blackstar und seiner Crew von... Du bist hoffentlich bloß ein Tippfehler. Das heißt Robo-Piratengeistern. Das Lesen liegt dir wohl nicht so, was, Professor? Ja, nun zum interaktiven Teil von Episode 1. Wer A sagt, muss auch Heu sagen. Hast gerade ein offiziell lizenziertes Quark-Andenken aufgenommen. Sammel alle Andenken in allen Levels, um einen geheimen Preis zu gewinnen. Wie schön das glitzert, Baby. Die roten sind 10 Quark-Andenken wert. Blaster abzufeuern. Halte die R1-Taste gedrückt und bewege den linken Analogstick, um präzise zu zielen. Leckeres Gesundheitsupgrade. Immer dran denken, Kadetten. Es gibt eins in jedem Level. Oh.
Ich habe ja schon einiges erlebt, aber das ist wirklich die Höhe. Robo-Piratengeister, für wie blöd halten die uns? Hey, Professor, du bist dran. Und wieder verdanken die Bürger der Solana-Galaxie dem Mut des Mannes hinter dem Coup ihre Rettung. Widerwillig nahm Quark eine kleine Belohnung für seine Dienste an und spendete die gesamte Summe der Stiftung Quarks Stiftung für junge Hüpfer. Die Schönheitsoperationen und attraktive Damen bereitstellt, und zwar für Bedürftige namens Quark. Ich habe eben ein großes Herz. Herr Präsident, ja, ich habe den Obstkorb erhalten, danke. Anscheinend bin ich allergisch gegen Pflaumen. Ja, so ist das. Was? Blackwater City wird angegriffen? Ja, Sir, bin schon unterwegs. Die spannenden, absolut wahren, wer's glaubt, Abenteuer von Captain Quark werden in Episode 2 fortgesetzt. Wer ist denn der hübsche Knabe? Quarks Erinnerung scheint zurück zu sein. Hey, diese Garderobe ist eine Zumutung. Was für eine Billigproduktion habt ihr denn am Laufen? Ganz der Alte. Ich glaube, er muss sich noch eingewöhnen. Bis dahin habe ich den perfekten Auftrag für euch zwei. Wir haben vor kurzem von einem Holoprojektor-Prototyp gehört, der nicht nur die Gestalt, sondern sogar die Sprache eines Tyrannoiden verleiht. Bild ich mir das ein oder riecht ihr nach Bananen? Jedenfalls ist das Gerät zufällig diese Woche der Hauptgewinn bei Zerstöre deine Welt. Seht's euch an. Heute Abend bei Zerstöre deine Welt, die völlig neue Todesstrecke. Und das heutige Opfer, ich meine Kandidat, Fred. Fred ist Buchhalter bei Gadgetron. Ihm ging einmal ein Wandlerstrahl in der Hose los. Ein Riesentyp. Sehen wir mal, was ihn erwartet. Das sieht doch halb so wild aus, nicht wahr? Viel Glück, Fred! Der nächste bitte! Neuer Tag, neue Todesstrecke. Seid ihr alle bereit? Na gut, hier ist der erste Kandidat. Ein arbeitsloser Raketenmechaniker, angeblicher Retter zweier Galaxien. Aber die meisten kennen ihn als Geheimagent Clanks vertrottelten Chauffeur. Er hofft, dass seine Verkleidung als Tyrannoid ihm Erfolg bei den Frauen verschafft. Hey, stürmischen Applaus für... Ratchet versucht als erster Kandidat, die tödliche Todesstrecke zu überleben. Kandidat Nummer 1, bist du bereit? Los geht's! Ich bin nächste Woche beim Demolition Derby auf Lorana. Dieser Job macht echt Spaß! Wer hat
das Zeug zum Champion. Oh Mann! Das tut weh! Um nach links oder rechts auszuweichen, musst du die L2-Taste oder die R2-Taste während des Rennens gedrückt halten. Der kleine Kerl ist echt pechig! Musst du die L1-Taste kurz antippen. Hast du das gesehen? Das war spitze! Oh, my God.
Waffe versuchen. Ich kann's nicht glauben, Leute. Er hat die Todesstrecke heil überstanden. Und den Preis überreicht die schnuckelige Miss Courtney Gears. Was sagt man dazu, Leute? Er sieht besser aus. Keine Angst, Sascha. Das ist Ratchet. Oh, du hast also das Tyros-Tüm gewonnen. Ist sehr überzeugend. Jedenfalls möchte ich euch etwas zeigen, das ihr sehen solltet. Borg, persönliches Logbuch, Eintrag 101301. Nachdem ich persönlich die Protopet-Gefahr gebannt und die Megacorp-Testanlage aufgeräumt hatte, beschloss ich, mich darauf zu konzentrieren, die bedrohten Tierarten des Florana-Dschungels zu schützen. Doch als ich hörte, dass Dr. Nefarius wieder da war, erkannte ich meine wahre Bestimmung. Das Training, mit dem ich wieder in Form kam, war anstrengend, doch erfolgreich. Und mein Kopf ist jetzt voller genialer Pläne. Und doch vermisse ich den bittersüßen Duft meiner Primatengefährten. Die Zeit ist reif und ich muss meiner Pflicht als größter Held der Galaxie nachkommen. Captain Quark! Leute, ihr werdet's nicht glauben. Aber der Präsident hat Quark die Führung gegen Nefarius übertragen. Unser neuer Chef hat eben die erste Besprechung einberufen. Kommt besser sofort zu Phönix zurück. Allerdings, das klingt nicht gut. Komm jederzeit zurück, um Wahres zu gewinnen. Meine Damen und Herren, ja und Helga, herzlich willkommen im Q-Team! Sie sind hier versammelt, weil jeder von Ihnen auf seinem Spezialgebiet ein Fachmann ist. Al ist ein Meister-Elektriker, Skid hat Nerven aus Stahl, Helga ist eine sinnliche Verführerin. Jeder von Ihnen hat es verdient, das Q zu tragen! Vor Jahren habe ich Dr. Nefarius alleine besiegt. Doch wie ein Ausschlag am Hintern der Galaxie flammt er wieder auf. Unser erster Auftrag ist es, seinen geheimen Stützpunkt auf Aquatos zu infiltrieren. Unmöglich, meinen Sie? Für weniger geniale Strategiker, ja. Sehet mein Superplan! Zunächst begeben sich Ratchet und Clank zum Meeresgrund und waten durch die mit stinkendem Abwasser und anderem Dreck gefüllten Tunnel. Was? Die Fragen heben wir uns für später auf. Wenn sie in den Stützpunkt gelangt sind, trennen sie sich. Clank betritt das Belüftungssystem des Stützpunkts. Dort sucht und verwendet er dieses automatische bananengesteuerte Affengerät. Kurz, Abgang. Unterdessen nutzt Ratchet seine profunden Kenntnisse der Tyrannoiden-Sprache, um das Vertrauen der blutrünstigen Alienwachen zu gewinnen. Zuletzt begeben sich unsere Agenten in Nefarius' Büro, stehlen alles, was sie greifen können und verlassen den Stützpunkt vollkommen unbemerkt. Das ist verrückt! Es könnte aber auch klappen! Ah!
Ich muss unbedingt wissen, wie die Quark-Videospielreihe endet. Wann spielst du endlich dein neues Spiel? Falls jemand einen wissen... Eingehender Funkspruch. Oh nein. Clank! Kleiner, du bringst mich ins Grab! Wie bitte? Ich versuche hier zu drehen und mein Star verschwindet so einfach! Ich bin im Auftrag der galaktischen Sicherheit unterwegs. Na klar, versteh schon. Du willst eine größere Garderobe? Gut. Tägliche Ölmassagen? Gut. Ich brauche meinen Star am Set sofort! Kapiert? Verbindung bricht ab. Ich seh dich, Kleiner. Weißt du das? Ach ja? Und jetzt? Er kriegt das schon hin. Wir sind zu beschäftigt. Was machst du denn hier? Mein Deckname ist Schattenmacker. Geheime Einsätze sind meine Spezialität. Dachte, ihr könntet was Hilfe gebrauchen. Danke, Schattenmacker, aber ich glaube, wir kommen alleine klar. Na gut, dann nehme ich meinen Hacker und gehe zurück zum Schiff. Hacker? Weißt du, also eigentlich könntest du bei diesem Einsatz doch mitmachen, Schattenmacker. Cool, das wird so krass. We'll be right back.
eine Schwimmstunde. Drücke die Quadrat-Taste, um zu tauchen. Die X-Taste, um wieder hochzukommen. Dein Helm wird dich mit Sauerstoff versorgen. Zumindest theoretisch. Sei vorsichtig da unten. Meine Scanner zeigen einen Haufen Biomasse an, der sich in Richtung Abflussrohr bewegt. Thank you.
Da ist jemand. Hey, Jungs. Ich hab vergessen, meinen Goldfisch zu füttern. Wir sehen uns dann später. Na, wenn das nicht zwei meiner besten Kunden sind. Slim Cognito? Was machst du denn hier? Ich hatte Ärger mit der Polizei. Wegen einer Saugkanonenerweiterung, die an einen Minderjährigen verkauft wurde. Ich schwöre, der sah echt aus wie 18. Jedenfalls musste ich einen anderen Ort für meine Geschäfte finden. Seid ihr immer noch an Schnäppchen interessiert? Lass sehen, was du hast. Umzug. Da ist der Lüftungsschacht. Wir müssen uns hier trennen. Ja, naja, dann muss ich wohl das Tyrostym anziehen und meine neuen Kumpels suchen. Viel Glück. Ich helfe dir, wenn ich kann. Du hättest vielleicht die Anleitung lesen sollen. War immer nett mit dir, Ratchet. Schluss mit dem Affentheater. Affentheater. wir haben einen wichtigen Auftrag. Crank, dieser kleine Stinker wird den Bananen überall nachlaufen, egal wohin du sie schießt. Los, versuch's mal. Wenn die Wachen dich entdecken, schieß einfach eine Banane, damit der Affe sie ablenken kann. Ratchet, du musst die Brücke an Kreuzung G5 verlängern. Thank you.
Du brauchst das Tyrostym, um in diesem Gebiet unerkannt zu bleiben. Ratchet, ich habe online ein paar Instruktionen zur Benutzung des Tyrostyms gefunden. Lass mal sehen. Wenn du mit einem Tyrannoiden sprichst, solltest du eine holographische Anzeige sehen. Drücke oder halte den richtigen Knopf gedrückt, während sie sich über den Bildschirm bewegt. Pass auf, was du sagst. Diese Typen sind sehr launisch. Du brauchst das Tyrostym, um in diesem Gebiet... Ich liebe diese kleinen Dinger. Um sie zu befehligen, musst du einfach...
das mit einer Zahl versehene Tor ist... Was hat dich denn aufgehalten? Clank, was machst du denn hier? Du wolltest an der Oberfläche warten. Ich dachte, ich helfe dir. Du kannst mir helfen, Dr. Nefarios Büro zu durchsuchen. Mal sehen. Guck mal, eine komplette Geheimagent Clank Holofilmsammlung. Der Typ ist dein größter Fan. Das ist beunruhigend. Ich habe eine verschlüsselte Sternkarte runtergeladen. Vielleicht kann er sie entschlüsseln. Toll. Zurück zur Phönix. Déjà-vu? Ah! Ach, ihr seid's! Genau rechtzeitig! Das hier ist eine der ekligsten Kanalisationen der Galaxie. Hier geht kaum jemand freiwillig her, aber ich... krieg nicht genug davon. Tja, ja, wir müssen dann mal. Mach du nur weiter mit dem, was du hier so machst. Hey, wenn ihr Kanalkristalle findet, geb ich euch Puls dafür. Ich bastle was für meine Frau. Kanalkristalle? Wir merken es uns. Frisch aus dem Hintern der Königsamöbe.
Der Infektor feuert Nanoviruskugeln, die den Gegner bei Berührung... Vom Infektor getroffene Gegner erleiden beständig Schaden, bis die Infektion abklingt. Triffst du einen Gegner mehrmals mit dem Infektor, verlängert dies die Infektionszeit. Die du dem Marius gestohlen hast, zurück zur Phönix. Ich habe einen Plan und ich glaube, er wird dir gefallen. Yeah!
Thank you.
Ich störe nur ungern, Sir, aber es wird Sie interessieren, dass Ihr Hochsicherheitsstützpunkt auf Aquatos infiltriert wurde. Unmöglich! Wie Sie meinen, Sir. Es wurde offenbar eine Datendisk gestohlen. Tja, ich muss wieder los. Wäsche waschen und so. Wer ist für diesen Skandal verantwortlich? Ein gewisser Captain Quark, oder so ähnlich. Quark! Oh, Janice. Ich werde dich ewig lieben, für immer. Sie sollten sich darum kümmern. Fuck! Dieser Trottel hätte sich nie mit einem Genie wie mir anlegen sollen. Wenn irgendjemand einen Trottel noch übertreffen kann, sind Sie das, Sir. Er hat allerdings eine Elitegruppe gegründet, das sogenannte Q-Team. Was? Dieses Q-Team muss gestoppt werden. Vernichtet sie! Löscht sie aus! Zerstört sie alle! Ich setze es auf die Liste, direkt unter ihrer Unterhosenbügel. Tja, Team, da sind wohl ein paar Glückwünsche fällig. Denn schließlich ist mein Plan besser als erwartet aufgegangen. Also? Voll krass, Alter? Keine Ursache, ich mache nur meine Arbeit. Ah. Nun, da ich weiß, wo die Tyrannoiden herkommen, kann ich diese Alien-Gefahr ein für allemal bannen. Ohne Rücksicht auf meine eigene Gesundheit habe ich einen genialen Angriffsplan auf Tyrannosis entworfen. Zunächst sehe ich ehrfürchtig und aufmerksam zu, wie Ratchet sich im freien Fall hinabstürzt und die Mörser am Landeplatz ausschaltet. Wenn die Mörser erledigt sind, setzt der Transporter auf. Dann nimmt Ratchet das Sturmfahrzeug aus dem Transporter, kämpft sich zu den vier Plasmakanonentürmen vor und zerstört sie. Wenn die Türme vernichtet sind, wird Ratchet persönlich den Angriff aufs feindliche Hauptquartier anführen. Also dann an die Arbeit. Ja, du da vorne. Ja, hallo. Ich frag mich nur, was macht ihr anderen eigentlich, während ich da unten beschossen werde? Wir behalten die Situation im Auge. Ganz genau, von hier aus. Und zwar von der Cafeteria auf Deck 5 aus. Heute gibt's Hackbraten. Aber wir stehen voll und ganz hinter dir. Ja, Mann, wir decken dich. Ja, der Plan ist perfekt. Entschuldigung. Im Gadgetron-Rüstungsautomaten ist neue Panzerung erhältlich. Ratchet, der
Der Automat verkauft eine neue Rüstung aus einer ionisierten Adamantium-Legierung.